Was heißt das auf Deutsch? Superhits und ihre Texte. Übersetzt von Warren Green. Diese Woche Corey Hart and Sunglasses at Night. Heißt übersetzt Sonnenbrille bei Nacht. Hört sich komisch an? Stimmt. Es geht darum, dass Corey Hart seine Sonnenbrille nachts trägt. Nicht um obercool zu sein, sondern weil er irgendwas sehen will. I wear my sunglasses at night so I can see, so I can watch you weave, then breathe your storylines. Ich trage meine Sonnenbrille bei Nacht, damit ich dir zusehen kann, wie du deine Geschichte webst und atmest. Geschichten? Von einer Frau? Was sind das denn für Geschichten? I wear my sunglasses at night so I can keep track of visions in my eyes. Ich trage nachts eine Sonnenbrille, damit ich die Visionen, die ich sehe, nicht aus den Augen verliere. Visionen? Das klingt jetzt immer verrückter. Okay, Erklärung. Im Originaltext ging es um eine totalitäre Gesellschaft, in der alle gezwungen werden, dunkle Brille zu tragen. Vielleicht damit sie nicht sehen können, was das Regime um sie herum treibt. Corey Hart musste den Text aber ändern, weil die Plattenfirma es romantischer haben wollte. Nun geht es so. While she's deceiving me, it cuts my security. She got control of me, I turn to her and say. Während sie mich hintergeht, macht es mich total unsicher. Sie hat die Kontrolle über mich. Ich drehe mich um und sage zu ihr. Don't switch the blade on the guy in shades, oh no. Don't masquerade with the guy in shades, oh no. I can't believe it, 'cause you got it made with the guy in the shades, oh oh. Hintergehe nicht den Typen mit der dunklen Brille. Treib kein Maskerade mit der Typen mit der dunklen Brille. Ich fass es nicht, denn mit dem Typen mit der dunklen Brille hast du alles, was du dir je wünschen könntest. Was heißt das auf Deutsch? So oft ihr euch wünscht, gibt es im Internet. Alle Folgen zum Runterladen und Anhören findet ihr auf www.radiosaw.de. Superhits und ihre Texte. Übersetzt von Warren Green. Nur hier auf Radio SAW. Superhits fürs SAW-Land.